Hallo liebe YouTuber und willkommen zurück zu Folge 11 von Star Wars Battlefront 2. Tja, jetzt verschlägt es das auf den Planeten Hoth. Mission nennt sich unsere größte Stunde. Der Außenposten der Rebellen wurde entdeckt und wird zerstört werden. Bald wird Frieden in der Galaxis herrschen. Tja, diese Schlacht wird wohl allein eine Folge füllen. Denn wir haben bei dieser Schlacht, wenn ich mich recht erinnere, ein Zeitfenster von 20 bis 21 Minuten und das ist ja ungefähr so die Länge von einem Part. Die Zeit braucht die Schlacht auch, sie ist sehr ausführlich, ist aber auch bei Star Wars eine recht wichtige Schlacht. Also würde ich sagen, greifen wir an. Niemand hat im Eifer je die Kälte auf Hoth verspürt. Selbst durch den Schneesturm konnten wir im Zielfernrohr des Blasters das endgültige Aus für die Rebellion sehen. War das ein Trugbild? Vielleicht. Aber an diesem Tag, auf diesem Planeten, brannte der Traum vom Sieg in unserem Blut und ließ das Eis auf unserem Weg schmelzen. Ach du meine Güte, wie pathetisch ist das denn? Okay, steigen wir ein. Es gibt kein Morgen, Männer. Heute vernichten wir die Rebellion ein für allemal. Sie kennen die Befehle. Zerstören Sie den Schildgenerator, um die Ankunft von Lord Vader vorzubereiten. Als nächstes konzentrieren Sie alle Anstrengungen darauf, den Start des letzten Transportschiffes zu verhindern. Wir fangen damit an, dass wir Ihren Aussichtskommandoposten erobern. Bewegung! Tja, ich bin jetzt auch direkt schon in den AT-AT eingestiegen, um mal hier ein bisschen aufzuräumen. Also den Soundtrack in der Cutscene, den finde ich ja echt extrem geil. Und da listen sich meine Kills an der Seite, das ist ja schön. Also diesen Kommandoposten müssen wir einnehmen. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber das habe ich jetzt vergessen, was das war. Ja, und mit Rechtsklick, dem Feuer hier, kann man gleich mehrere Rebellen auf einmal ausschalten. Ist auch schon ein Haufen. Mit dem normalen Blasterschuss, da trifft man nicht so gut. Aber wenn man trifft, dann ist der auch komplett weg, der Junge. So, und da sind nochmal welche. So, den Rest mache ich aber jetzt zu Fuß. So. Och, da ist schon ein Scharfschütze unterwegs. Da hinten. So, der hat's nicht mehr. Och, so kurz vor dem Bacta. So, da ist noch einer. So, da ist der Kommandoposten. Hallöchen, Rebelle. Und ich duck mich jetzt hier. Und werde versuchen, den Kommandoposten hier so zu erobern, beziehungsweise das Eroberte zu halten. Ja, für das Imperium. Tata. Müssen wir eigentlich noch irgendwelche Rebellenschlachten in der Kampagne spielen? Ich habe keine Ahnung, was für einen Fortschritt wir bis jetzt in der Kampagne haben. Wie lange wir noch brauchen. Aber ich glaube, Hoth war recht am Ende. Nehmen wir jetzt ihren vorderen Bunker ein. Ja, denke ich auch. Ist doch logisch. Hallo, was machst du hier eigentlich? So. Und jetzt möchte ich bitte in meinen Panzer zurück. Uhu. So. Der hat ja noch genug Leben. Da müssen wir jetzt hin. Allerdings sind die so träge. AT-STs hat es hier, glaube ich, auch. Das sind diese zweibeinigen Läufe. Aber wo die gerade sind, weiß ich nicht. Hallo, komm. Ich schieße hier Feuer auf euch. Ihr werdet doch hoffentlich verrecken. Das sind lauter Geschütze. Versuchen wir die mal ein bisschen auszuschalten. Dann könnte zwar jemand sagen, dass wir nachher keine Geschütze mehr haben, aber das ist ja für uns kein Problem. Wenn der Kommandoposten uns gehört, können wir die ja als Techniker wieder aufbauen. So, da sind die ganzen. Das ist, als wollten sie draufgehen. So, dann würde ich sagen, jetzt sprinte ich mal. Alter, wer schießt denn da? Das haben wir ganz nach Allianz vor Hut aus. Und ein Geschütz. Ich hoffe, an dem komme ich jetzt noch heil vorbei. Ich glaube, der konzentriert sich gerade eher auf den AT-AT. So. Oh ne, jetzt haben sie mich gesehen. So. Wenn man als Rebellen auf Hoth kämpft, dann können die Geschütze hier ganz wirksam gegen AT-ATs sein. Deswegen bin ich froh, dass er damit jetzt nicht auf mich geschossen hat. Man braucht zwar eine Weile, das habt ihr im Battlefront 1 Let's Play gesehen, mit den Geschützen die ATs umzubringen, beziehungsweise zu zerstören. Aber es ist immer noch die wirksamste Waffe neben den Schleppkabeln. So,
Es dürfte hier ein bisschen frei sein. Und ich gehe hier hin. Wie bei HOT, bei Battlefront 1, ist das hier noch recht sicher. So, da oben ist Zeitfenster. Wir haben nur noch 17 Minuten. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich das hier noch schaffe. Hallöchen. Warum sind die alle schwarz? Nicht, dass ich was gegen Schwarze habe, aber... Ist das irgendwie normal, dass Rebellen schwarz sind? So. Alle Einheiten bereit zum Angriff auf den Schildgenerator. Die AT-ATs übernehmen die Spitze. Beschützen Sie sie um jeden Preis. Okay, die AT-ATs beschützen... Alter, ich habe gerade euren Kommandoposten eingenommen. Was wollt ihr eigentlich noch alle hier? Ich schnapp mir jetzt auch so ein AT-AT und mache mich daran, den Schildgenerator zu zerstören. Was ja das Imperium in Episode 5, das Imperium schlägt zurück, auch tut. Allerdings hat der nicht mehr so viele Leben. Ich hoffe, das schaffe ich trotzdem noch. Ich hätte auch noch einen Techniker holen können. Aber auf die tolle Idee bin ich ja gerade nicht gekommen. So, wie lange braucht denn der Schildgenerator, um zerstört zu werden? Ach, das geht eigentlich. Ja, dann ballern wir einfach mal fröhlich drauf. Müsste ich ja eigentlich noch schaffen. Dünn, 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 dünn. Ja, das ist jetzt nichts anderes als einfach rumgeschieße. Vielleicht wird es spannender, indem ich diesen AT-AT in Bewegung setze. Oh mein Gott, ich spüle schon. Ich spüre schon den Nervenkitzel. Tata, gleich ist er kaputt und fertig. Oh, eine Cutscene in der Schlacht. Das gibt's auch nicht oft. Der Generator der Rebellen wurde in Schutt und Asche gelegt. Bodentruppen für den Angriff auf die Echo-Basis bereit machen. Okay, die Echo-Basis müssen wir jetzt einnehmen, weil da kommen die Rebellen mit ihren Raumschiffen her. Und das wollen wir ja beenden. Deswegen schnappe ich mir jetzt diesen Läufer. Mit dem bin ich nämlich etwas schneller unterwegs. Der hat nämlich eine leichte Sprintfunktion. Aber mit dem Kurvenlaufen, das ist eine Qual, das glaubt ihr nicht. Bom, 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 bom. Bom. Tapam, patam. Aber damit gehen die Geschütze nicht so schnell kaputt. Geh, yeah, lass mich. Patam, ich steig lieber mal aus. Oh, dann renne ich halt einfach zu Fuß. Tata, tata. Müsste ich ja eigentlich auch schaffen. Und warum ich jetzt hier in Third Person renne, da habe ich einfach einen besseren Überblick, wo ich bin. Beziehungsweise, ja, wie es so um mich rum aussieht. So bin ich eher im Kampf und so, wenn ich allein auf weiter Flur bin. Okay, ein Town-Town. Sitzt da schon ein Scharfschütze drauf? Nein, der Scharfschütze rennt hier. So, und das ist jetzt definitiv meiner Meinung nach die schwerste Stelle in diesem Level, die Echo-Basis einzunehmen. Vielleicht habe ich aber heute Glück und schaff's recht schnell. Weil man hier wirklich von überall beschossen wird. Ah... Und das letzte Mal habe ich da ewig gebraucht, weil hier kommen so haufenweise viel Rebellen, wie ihr es seht, dass es ein bisschen schwierig werden könnte. Deswegen hoffe ich mir jetzt einfach mit den paar Kills, die hier durchs Lecken entstehen, ein bisschen Leben zu bekommen. Ja, super, das läuft ja heute mal. Uhuhu. Bin ganz gespannt, wie viele Kills ich am Ende von diesem Level habe. Ich glaube nämlich, das werden nicht sonderlich wenige sein. Und ich als Noob-Spieler freue mich natürlich über sowas. Und jetzt kann hier auch niemand mehr spawnen. Hey, gleich beim ersten Versuch geschafft. Das ist ja schön. Schön. Yippie! Jetzt schalten Sie die Sicherheitskonsole im Kommandozentrum aus, damit wir in den hinteren Hangar können. Der letzte Transporter muss vernichtet werden, ehe er entkommt. Ausgezeichnete Arbeit, Lieutenant. Ich informiere Lord Vader. Oh, jetzt hat er bei Vader ein gutes Wort für mich eingelegt. Jetzt bin ich allerdings auf der falschen Seite. Jetzt müssen wir, seht ja das Energieschild da hinten. Jedenfalls habt ihr das gesehen. Und damit unsere Truppen da durch können, muss ich kurz einen Generator zerstören, wie wir es schon mit Ki-Adi-Mundi auf Maegito gemacht haben. Ich hoffe, meine Überfliegfähigkeit reicht dazu aus, um das rechtzeitig hinzukriegen. Weil hier sind ja gerade keine Rebellen, mit denen wir uns eine längere Lebenszeit verschaffen können. So. Hier müssen wir jetzt rein. So, und da wird auch, glaube ich, schon fleißig gekämpft. Sorry, du standest im Weg. Pam, 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 pam. So. Die Schilde der Rebellen sind deaktiviert. Wir
rücken vor und nehmen den hinteren Hangar ein, um unseren Angriff auf das Transportschiff der Rebellen vorzubereiten. Das war knapp. Ich hätte gerade beinahe meine eigenen Leute umgebracht. Okay, wir nehmen jetzt den hinteren Hangar-Kommandoposten ein. Bom, bom. So, dann messen wir uns hier einfach durch. Ich wollte nur kurz Vader ungestört sprechen lassen. Ach, wer schießt denn da noch? Ach, da ist noch ein Rebelle. Ich komme! Wuhu! Just fight your way through. Wo ist der Scharfschütze? Ach man, keinen getroffen. Ach, Vader ist so verdammt langsam. Wo ist da bitte ein Autogeschütz hier? Da. So, am rasenden Falken. So, und ihr auch noch. So, jetzt müsste ich den eigentlich ungestört einnehmen können. Och, da draußen ist das Rebellenschiff. Das wird noch ein Spaß. Glaubt mir. Ist zwar nicht meine Lieblingsmission, aber ich bin froh, dass er gerade so geschmiert läuft. Ist nämlich nicht immer der Fall. Ich habe die Kampagne schon so oft durchgespielt und hier bin ich am öftesten verzweifelt. Noch eine Cutscene, das ist ja schön. Sollten die öfters einbauen hier. Mist, fast hätten wir den Rebellenabschaum gehabt. Im Hangar wartet ein Orbital-Angriffssignal auf Sie. Nehmen Sie es und platzieren Sie es unter dem Transportschiff. Das Kommando leitet mit den Koordinaten des Signals einen massiven Angriff ein. Versagen wird nicht geduldet. Okay, wir haben das Signal, müssen es heil unter diesen Transporter bringen. Und dazu sprinten wir hier einfach durch. Los! Ja, komm schon. Als Fußsoldat dauert es ewig. Jetzt beschützen Sie das Signal. Wir peilen Ihre aktuelle Position an. Was soll das werden? So, jetzt müssen wir hier einfach eine Minute lang überleben. Mit 90 Einheiten dürfte das eigentlich kein Problem sein. Und unserer Kraftunterstützung durch die Macht haben wir das eigentlich gleich locker geschafft. Beziehungsweise ich. Ihr schaut ja nur zu. Ich muss hier die ganze Arbeit machen. Ein paar Autogeschütze ausschalten und ich töte meine eigenen Einheiten. Aber wenn die im Weg stehen, da muss man halt rechnen. Wenn man mit Darth Vader zusammenarbeitet, kann das schon mal durchaus vorkommen, dass man vor die Klinge kommt. Lass das Signal in Ruhe! Wie viel Leben hat es noch? Ich bleibe jetzt besser einfach hier. Und verhindere, dass das Signal umgebracht wird. Och, jetzt habe ich gerade selber drauf geschossen. Hey, scheiß Autogeschütz, was willst du eigentlich? Oh. Oh, weh. Koordinaten bestätigt. Supi. Sofort verlassen. Unser Angriff auf den Transporter beginnt sofort. Yippie, wir haben gesiegt und fliegen mit Lord Vader in die Schneelandschaft. Los, Sieg, Sieg, Sieg. Ach, das ist doch ein episches Bild. Und wir schauen uns die Endcutscene an. Als die Rebellen flohen, versammelte sich die 501. an einem brennenden Bunker und schickte einen Freudenschrei zu den Sternen. Die Rebellion war am Ende. Der Todesstern wurde neu gebaut, größer denn je. In der Galaxis herrschte endlich wieder Ordnung. Nicht zuletzt dank der tapferen Männer der 501. Tja, man kann es auch als was Gutes darstellen, Hutschlacht. Ja, das war unsere größte Stunde auf Hoth. Schaut euch die Auszeichnungen an und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss.